Guck mal, was der Herr Pallas da gelassen hat. Seine Hausschuhe. Und für euch hat er auch was da gelassen. Achtung! Was zum Zelten. Der 90er Jahre Szene Mitte schick befindet sich in diesem Kostümwagen. Oha, hier bewegt sich also schon einiges. Ja, wir sind hier also im Kostümtrailer des Films Rosen Disco. Da hinten befindet sich Christian Friedel und Lucy Bates. Ja, da sind wir doch schon im Mitte schick der 90er angelangt. Was ist hier 90? Was ist hier 91? Das ist der ganze Cut, die Farbe der Krawatte, des Hemdes und ja, der Rest ist individuell. Ich muss sagen, dass ich überglücklich bin mit meinem Kostüm, auch wenn ich kaum eins von den Kostümen anziehen würde, privat. Gut, Christian Friedel sieht eigentlich scheiße aus mit seinem Anzug, wenn ich mal ehrlich sagen darf. Er hat eine Vorliebe für unglaublich tolle Muster. Tolle in Anführungsstrichen. Ich glaube, André ist eher der Geschmackloseste, finde ich. Obwohl es dann auch wieder Geschmack hat, was er anzieht, ne? Und da war es dann im Bereich von Kostümen eine Gratwanderung, in der Zeit noch zu bleiben, aber eben auch das so zu gestalten, dass es für das heutige junge Publikum cool erscheint. Wir sind cooler. Wir sind als Russen, als Touristen cooler als die Ostberliner. Weil war ja auch ein bisschen oll. Ich meine, so eine Jacke kannst du locker heute anziehen, da sagt keiner, das ist eine alte Jacke. Glaube ich jedenfalls. Ihr wisst, dass das Schwachsinn ist. Friedrich ist der Sportler. Friedrich sieht, finde ich nach wie vor, sieht immer trotzdem auch in dem Film aus wie Stefan Effenberg, nur aus dem Osten. Heute ist ja alles Retro. Gibt ja kaum was Neues im Grunde. So. Und weil alles Retro und vermischt wird, das ist dann das Neue. Wenn man aber jetzt sagt, okay, man will ein paar Anleihen haben an früher, dann hat man so was ein bisschen Punkigeres irgendwie noch drin. Ja, ich trage so einen alten Anzug aus russischen Zeiten. Und Hemden halt. Aber also für unser Look ist halt, also ich bin eher, wenn man es auf heute die Casual wäre, ne? Und ich sehe einfach aus, naja, ich habe einen Helm als Frisur, ja, und so einen kleinen Pony. Und wenn ihr noch mehr 90er-Style sehen wollt, Style der 90er, Mitte schick und Russendisco 90, 91 in Klamotte, in Stoff, in Kostüm, dann schaut euch diesen Film an. Jungs, Mann, wenn ich ein Mädchen wäre, ich würde sofort kreischen.